von wegen alles vorbei, noch gar nicht alles vorbei. Es gibt ja noch Nebenquests in South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind mit der Hauptgeschichte durch. Ja, und wir haben versprochen, dass wir die genau. ein paar Nebenquests uns anschauen. Und wenn wir auf GameTube was versprechen, das kennen wir ja, halten wir das immer. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal ein paar Nebenquests an. Hat ein bisschen gedauert, weil wir ja auch noch normale Jobs haben. Und die gehen im Zweifelsfall vor. Da gab es einiges zu tun. So, dann gucken wir jetzt mal. Was können wir denn machen? Haben wir schauen wir doch mal ein bisschen rein. Drei neue Freunde, der Froschkönig. Ach, die ganzen aus dem Arsch. Die ganzen Arschgeister. Ja, besser aus als im. So. Und ich würde mal sagen, Jesus fände ich ganz geil. Jesus finden. Jesus finden, glaube ich, alle geil. Außer die, die Jesus nicht geil finden. Krieg gegenführen. So, boah, wir sind ja, ich möchte sagen, zugeschissen mit Sachen. Aber ist ja kein Wunder, da wo wir herkommen. Ach, ist alles perfekt. Wir suchen jetzt erstmal Jesus. Warte mal, sollen wir hier noch eins von den Vorteilen aktivieren? Ja, das wäre schon sinnvoll, ne? Was nehmen wir denn? So schwer verletzt sind wir ja nicht mehr. Auch blöd. Ist nicht das gleiche blöd. Wie das hier? Auch blöd. Mach das doch extra stark. Ja. Die Kämpfe noch schneller vorbei. Oh, wir haben aber auch nicht drauf. Wir sind halt so gut für das Spiel. Das haben die Leute auch in den Kommentaren oft geschrieben. Ihr schreibt ja generell oft bei GameTube, wir gucken euch nicht mehr, ihr seid einfach zu gut, es macht uns fertig. Finde Jesus, das ist doch das Dritte. Da. Nehmen wir das. Priester Maxi hat vorgeschlagen, dass du Jesus noch einmal findest. Ja, danke. Nochmal in der Kirche. Aber er wird doch nicht nochmal in der Kirche sein. Versteckt sich ganz schön geschickt. Aber erzählen Sie mir doch nichts, bitte. Ich bitte Sie. Zack, weg hier. Als hätte das was miteinander zu tun. I hope your new friends are well behaved. Go play with your new friends today. Ach, guck mal. Jetzt sogar der Dad. Watch out for strangers. Da muss man erst ganze Kampagne durchspielen, bevor Papa sagt, na gut. Aber er will eigentlich dann auch mit seinem Dad auf Facebook befreundet sein. Ja, das will auch keiner. Wieder. Das ist ja immer so, ach nee, komm. Meine Eltern sind gar nicht auf Facebook. Die würden da, glaube ich, auch nie hingehen. Meine Mutter ist da. Aber das ist vertretbar. Aber dafür noch. Kannst du ja nichts. Natürlich kann man nichts dafür. Wo ich bin auch langsam aus dem Alter raus, wo einem so arg peinlich ist. Ja, das ist mir auch völlig egal. Schon seit 2 Jahren bin ich aus dem Alter raus. Hier, ich habe eben schon wieder eine Nebenmission erfüllt. Da guck, können wir jetzt ja aufhören. Können wir jetzt ja aufhören. Nebenmission erfüllt. Folge, genau. Fangen wir die Kampagne nochmal von vorne an. War schön. Oh, guck, da ist Jesus. Da wird schon angestrahlt. Ah, okay. Jetzt lacht er wieder so blöd. Ah, well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Ja, jetzt wird's Maxi. Sonst nochmal zu Priester Maxi? Ja. Wir haben es jetzt komplett gemacht. Neue Nachricht. Oh my God, you're so cute. Finden wir auch. Jesus ist unser Freund. Boah, ich hätte so gern Jesus auf Facebook als Freund. Da werden einige Leute neidisch, glaube ich. Alle. Oder, naja, ein paar. Wie, das war's schon? Nee. So. Haben wir es jetzt. Dann haben das war schon die Jesus. Wir waren hier noch nie am See. Dann redet aber trotzdem noch mit Jesus. Das muss doch irgendwie noch mehr sein. Die Leute haben immer gemeint. Wo soll ich denn mit Jesus reden? In der Kirche. Kirche. Die meint noch, das wäre so geil, so eine geile Nebenquest. Vielleicht meinen sie auch nur die Beschwörung, dass die so cool ist. Ach so, okay. Aber wir haben geschrieben, wir können ihn ja mal einsetzen, unbedingt, das lohnt sich. Wenn wir ihn haben. Und so, aber. Sorry, I can only help you once per day. Ja. Und jetzt haben. Not like I can be everywhere at once. Jetzt haben wir ihn ja quasi schon drin. Also nehmen wir ihn einfach beim nächsten Kampf mal. Ja. Ich frage es, ob jetzt noch Kämpfe kommen. Wir haben ja natürlich alles wegbesiegt. Jetzt kommen schon noch Kämpfe, wenn du jetzt dann die Nebenquest machst, ist ja nicht nur rumgelatscht. Werden auch Kämpfe mit drin sein. Ach, guck mal, das ist eins von den Kindern. Hier ist erstmal. This place is dark and scary. What if you never found me? Ja, dann wärst du wohl von Wölfen gefressen worden, liebes Kind. Wie es sich gehört. Hier, Nebenquest, kaputt gemacht, Wahnsinn. Trash, kaputt gemacht. Was wir alles schaffen. Oh, hier hinten ist. Ach, schau mal, da hinten ist ein Teleporter. Den können wir gleich benutzen. Was ist das denn? Aber den haben wir noch nicht entfernt.
Ja, haben wir platziert jetzt. Wir haben den platziert. Ach, siehst du, das haben wir auf diesem einen Dach da auch gemacht, weißt du? Okay. Kannst du die wegfurzen? Warte mal, ich wollte erstmal schauen, ob ich die, ob ich mich hier anal Alien-Sondenmäßig mit denen connecten könnte. Oh! Okay. Bitte! Pokémon! Ja, aber so viel kann man jetzt nicht machen. Schade, aber ist doch ein netter kleiner Gag. Das wäre geil gewesen, wenn man da unten noch mehr machen könnte. Warte mal, was ist denn hier vorne? Achso, okay. Erstmal oben die Ratten wegfurzen. Probieren wir erstmal hier. Rattenfurz. Nee, warte mal. Ja, ja, ja. Das ist aber so ein Quietscher eher, der da rauskommt. Das würde mir ein bisschen Mühe geben. Wie ging das nochmal? Ich muss den Drachenfurz auch eher nehmen, statt den Nagasaki aus dem Falschen. Welcher ist denn der Drachenfurz? Der hier. Ah. Wie geht denn das nochmal? Ist schon wieder so lange her, dass wir es gespielt haben. Ja, irgendwie und dann so. Irgendwie und dann so. Na, vielen Dank auch. Das war übrigens gerade nicht im Spiel. Ey, hört immer auf, mich zu hauen. Das geht aber nicht in die Richtung. Warte mal, das kann ich... Das muss doch in die Richtung gehen, ist doch egal. Das wird zu weit geschossen. Warte mal. Meinst du, das geht mit der Furzgranate? Ich glaube, das geht nicht. Wir haben so den Drachenfurz. Warum geht's nicht in die Richtung? Also ich kann mich nicht so hinstellen. Also wenn ich mich so hinstelle, sie dreht sich automatisch. Sie, sage ich jetzt schon. In Character. Probier's da unten bei den anderen Ratten. Sonst machen wir erst was anderes. Weißt du, wo Al Gore ist? Ist der in der Kanalisation? Oder wo der ist sitzt da in der Nähe von da, wo die Kanalisation war. Das soll ja auch ganz gut sein. Ja, ich auch gehört. Warum dreht der sich denn immer um? Ich weiß nicht, warum er sich so umdreht. Was habe ich denn noch für... Musst du irgendwie... Welchen Knopf drückst du denn für den Drachenfurz? Das macht nach unten. Ja. Also ich drehe das Stick nach unten. Naja. Vielleicht gucken wir es gleich in der Pause nochmal nach, ob wir irgendwas falsch machen. Ja, irgendwas werden wir auch schon falsch machen. Wir können auf jeden Fall. Da geht auch um ein Schnellreisesystem. Da können wir mal gucken. Ja, wo sind denn noch Missionen? Die ist aber dann auch keine Questgeschichte, zumindest hier nicht. Da ist irgendeine Mission. Was welche? Ist denn hier? Das Störe des Menschenbanner. Das können wir schnell machen. Ist ja schnell erledigt. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall in die Kanalisation nochmal wegen dem. Zack, weg ist es. Da war doch dieser eine Durchgang, den wir mit Erschütterungen jetzt freikriegen würden. Wir müssten halt, wie gesagt, auch diese komischen Krabben dahinter sitzen. Ein Kampf brauchen wir. Einen coolen Kampf. Damit wir. Wo ist denn das? Das müsste theoretisch hier sein, oder? Was hier? Denn, ja. Bei Kenny ist. Schweinebärmann, was ist da links davon? Ja, nochmal so, das können wir immer schnell machen. Ja, von da aus kommen wir ja auch überall schnell eigentlich. Das ist auch ganz gut. Kann man mal kurz vorbeilaufen. Ach wie? Nee, aber die stehen doch vor der Tür, Hundekacke zurück. Du musst irgendwie zur Hundekacke zurückkehren. Wie zur Hundekacke? Das heißt, ein Typ heißt so, oder sollst du irgendwie hin? Der hinten im Garten, oder? Hier, in dem Haus? Ich glaube schon. Gucke ich gleich mal. Ich mache jetzt schnell noch den Banner kaputt. Ja, der müsste doch hier sein. Moment mal. Wahrscheinlich haben wir das alles schon gemacht. Guck, da unten die Aufgabe ist, berichte ihm das alle. Ach so. Vielleicht haben wir alle schon. Ach so, jetzt haben wir es durcheinander gebracht. Wir haben es alle schon geschafft und müssen jetzt nur den Report. War das hier? War das das Haus von dem? Ja. Stimmt, mit der gelben Küche. Und dann sagen wir Bescheid, dass wir das alles schon geschafft haben. Ich entsinne mich. Nur, wer ist denn? Wer ist denn Hundekacke? Hundekacke. Er hier. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. Nee. Doch nicht. Er ist nicht Hundekacke. Perhaps you would like the services of a level 10 bard. There was a fair maiden from Stoneberry Hollow. Ja, vielleicht. Er ist eigentlich nur der Händler. We craft the finest shit in the land. You did well, King Douchebag. That was definitely in the top 10 worst things we've ever faced. Ja, wenn man sich überlegt, dass sie... Ah, hier, so der sieht das aus. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Ja! Sehr gut. Schauen wir mal.
Bei Kenny war jetzt noch was, ne? Da hast du einen Schweinebärmann. Eine Man-Bear-Pick-Geschichte. Kannst du nicht da hinten das Schnellreisesystem sogar nutzen im Garten? Wir setzen schon an, Martin. Also wir können uns auch mal ein bisschen bewegen. Man sieht es schon. Schau mal, wie sie aussieht. Nächste Woche ist Absaugen angesagt. Hier, noch ein bisschen Dangerous am Zug vorbeigerissen. Wo also, könnte das sein? Was müssen wir machen hier beim Kenny? Was ist denn die Aufgabe? Ist das nicht mit dem hier, warte mal. Bringe den so nah. Muss man einen Sensor anbringen? An einem elektrischen? Kannst du nicht draufklicken irgendwie, dass er mehr zeigt? Ach hier. Elektrischen Transformator an. Das könnte... Ja, was ist denn jetzt hier ein elektrischer Transformator? Das müsste ja vielleicht an irgendeinem Strommast sein oder so, ne? Aber war da irgendwo einer, der so danach was aussah? Das ist eine Weile her, das weiß ich nicht mehr. Gucken wir uns halt hier mal um. Oder? Gucken wir uns halt hier mal um. Ja. Irgendwo wird es ja bestimmt sein. Ja, aber da komme ich nicht weiter. Ja, da links? Ich kann das auch nicht aussehen. Vielleicht muss man auch reingehen. Möglich, kannst du ja mal ausprobieren. Ich kann ja mal klopfen. Oder hier war das Drogenlabor, oder? So. Da oben, guck mal da. Ist auch, ach stimmt, da kommen wir durchs Dach. Das sieht so aus, als könnte man da oben hin. Da waren wir doch sogar schon mal, oder? Auf dem Dach? Das ist doch hier das Drogenhaus. So, jetzt. Was sonst? Da sind wir richtig, jawohl. Zack. Ha! Okay. Oh, was ist jetzt? Das ist wahrscheinlich die nächste Stufe. So, nee, ist einfach nur hier runter. Wir müssen zu Al Gore zurück. Ach, das ist die Al Gore Quest. Ja, wusste ich natürlich. Wollte ich jetzt nicht verraten? Das war natürlich völlig klar. Dann ab zu Al Gore, wo auch immer der ist. Aber wird auf der ist, du meinst, in der Nähe der Kanalisation? Nach oben geht der. Ich weiß jetzt alles hier, nicht mehr. Hier so durchläuft, dann kommt man ja, glaube ich, auf den Spielplatz. Ein Kindergartenkind fehlt uns auch noch, leider. Fünf sind stimmt. Da sieht man sie. Und sechs haben sich versteckt. So hot, like he just doesn't give up. Wo ist der nochmal? Ach genau, da oben die Straße lang. Und dann sitzt er da irgendwo zwischen den Häusern. Okay. Der... Das macht er auch in echt. I wish I had some Frank. Da ist er. Siehst du? Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Man-Bear-Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Man-Bear-Pig base. Al Gore Lagerschlüssel. Das dürfte hier hinten irgendwo sein. Al Gore, was meinst du jetzt in dem... You in dem store Lager, it? Hier. You store it. You store it, we keep it. Oh, der Froschkönig hat uns auch geschrieben. Oh, was sagt er denn? Der König der Analfreuden. Aber solche Meldungen kriege ich auf Facebook auch häufiger. Ach, guck mal, hier freut sich Cartman gar nicht, dass wir seinen Banner kaputt gemacht haben. So. Aha. This is very interesting. The sensors have picked up Man-Bear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Na, den kennen wir ja wohl, den Weg nach unten. Das dürfte ja wohl nicht so schwer sein, warte mal. Super secret. Ja, dürfen nicht rein, das ist super geheim. Brauchen noch den Schlüssel anscheinend für Al Gores Hinterzimmer. Back again, Junior Algorian? Have you found somewhere in the sewers to put the defilibrator? Was waren hier noch für Türen? Einmal von Professor Chaos, von Butters. Oh, da oben ist ein Dings, ein schön Pokémon. Da können wir ja drauf ziehen. So, erstmal hier. What? Wem gehört denn das hier? Das ist Mr. Mackey, oder? Ja. Warte mal, da geht's irgendwie hoch. Ja, ich glaube von da links. Hier, oder? Genau. Ah, ja, genau. Weil da drüben ist eine Tasche. Kommen wir denn darüber? Ich weiß nicht genau. Ach, guck mal, das ist ein Alien-Sonden. Ach, eine Analsonde. Zack. Ja, cool. Mackeys Schlüssel.
passt der denn? Wo machen wir den denn rein? Keine Ahnung, in der Schule vielleicht irgendwo? Hm. Oder in das Haus von dem? Tja, werden wir wohl noch erleben. Mit unserem Glück finden wir das wahrscheinlich gar nicht. Und stellen uns massiv zu blöd dazu an. Aber hier war doch noch eins. Ja, eins war von Butters. Ist der da jetzt drin? Genau, hier. Ach, guck mal, nur so ein Assistent. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. Ja, ich glaube, mehr kann man hier aber gar nicht machen. Das ist ein geiler Plan. Warte mal. Nee, da oben waren wir ja schon. Ja. Das ist ja langweilig. Wir wollen ja da nicht doppelt hin. Mal alles schnell erledigt hier. So. Und wir sollen in die Kanalisation. Ab in die Kanalisation. Ögul, wie ihn seine Freunde nennen. Wo ging es denn da nochmal rein? Irgendwo hier vorne, oder? Ist das nicht neben dem Fotodrom-Ding? Ist das Fotodrom hier? Ah ne, warte mal, hinten geht's aber beim Kino geht's rein. Stimmt, da war auch ein offener Kanaldeckel. Gibt euch mehr rein. Rob Snyder. So. Können wir vielleicht auch mal Jesus einsetzen, wenn wir jetzt hier mal einen Kampf haben. Wenn es mal was zum Einsetzen gibt. Hier. Da, also, jawohl. Da hinten garantiert dann. Da geht's auch garantiert dann rund. Da sind noch Gegner. So, warte mal, das da sind noch die blöden Krabben. Die Crab People. Welche Geschichte waren das nochmal? Ist hier irgendwas mit... Nagasaki. Ist das Nagasaki? Ja. Ja, ja, genau. Ja, du musst die Frequenz irgendwie halten, wenn das so anfängt zu wackeln. Jetzt nur warten, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob es noch eine stärkere Stufe gibt. Nee, Moment. Furzen ist nicht so unser Ding hier. Ja, was ist denn da los? Komm. Ja, irgendwie hat der Christian das Furzen verlernt in der Zwischenzeit. Macht dann mal 2 Wochen Pause, kann der Christian nicht mehr richtig furzen. Lügt doch ständig. So. Ich glaube, wir gucken in der Pause einfach mal nach. Dann schauen wir mal nach, wie es mit diesem Nagasaki-Furz geht. Dann gucken wir auch, wie es mit dem Drachen-Furz geht. Dann gucken wir mal durch die... Wo sie unter Druck setzen, dann flutscht es beim Christian einfach so raus. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben hier so. Da sind die Crab People und die werden wir in der nächsten Folge mal uns vornehmen. Okay, bis dann. Ciao.